lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute besprechen wir das 7. Zeitalter, das Zeitalter der Vielbeinigen. Und wer wir sind, das ist einmal der Raphael. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Und natürlich noch der David. Hallo David. Hallo auch von mir. Und heute haben wir gar kein Thema vom Thema, sondern springen direkt rein. Wir haben ja im 7. Zeitalter ein neues Götterreich. Wir haben den Praios, der nicht mehr im Alvaran thront, sondern jetzt andere Götter sind. Und jetzt frage ich euch, wer gibt denn hier im 7. Zeitalter den Ton an? Wer macht denn viel mit Dere und der dritten Sphäre? Super Überleitung, denn wer macht viel, trifft hier tatsächlich den Punkt. Es sind mal Zatuaria im Wesentlichen, aber die sich in Mokosha eine neue Best Buddy sozusagen gefunden hat. Mit der sie zusammen nämlich eine Sache macht, nämlich sie macht vieles. Sie erschafft ohne Ende, wie man das von ihr kennt, auch heute noch. Und das heißt, es entstehen Dutzende von neuen Tieren und Pflanzen, neue Rassen und ja, es ein riesige Zeitalter des Erschaffens. Und insbesondere ja auch viele Wesen, die heute noch existieren, nämlich Käfer, Spinnenartige, Ameisen, Bienen, aber auch in Ausprägungen, wie man sie heute, Gott sei Dank, oder Götter sei Dank in dem Falle, nicht mehr sieht. Wenn ich an diese Gigantulae denke, 8 Schritt große Spinnen, da können sich, glaube ich, die meisten Aventurier freuen, dass sie heute nicht mehr so rege durch die Lande ziehen. Ja, es ist gewissermaßen ein Comeback für Zatuaria. Sie hatte ja im 5. Zeitalter schon einmal die Gelegenheit, als oberste Richterin, als Obergöttin quasi zusammen damals mit Charypta die Geschicke so ein bisschen zu lenken. Und man ja merkt eben direkt den Unterschied zu dem vorangegangenen 6. Zeitalter, dass die Dinge sich wieder verschoben haben in Alvaran. Das große Stühlerücken hat wieder andere an die Spitze gesetzt und das zeigt sich jetzt. Okay, was haben die in Zatuaria und Mokosha genau gemacht? Also ich habe gehört, dass Mokosha hat dabei vor allem Wesen erschaffen, die darauf ausgelegt, eigene Staaten zu bilden. Also, jetzt, wie du ja auch erwähnt hast, Ameisen, Bienen, Wespen. Und Zatuaria hat eher einzelgängerische Wesen erschaffen. Die Spinnen, Käfer, Krebse. Ja, und Mokosha macht eigentlich das im Wesentlichen, sorry, jetzt bin ich aber schon, ich dachte, das wäre eine Frage, macht im Wesentlichen das, wofür man sie heute auch noch kennt. Ja, heute ist sie natürlich eher weniger verbreitet. Diejenigen, die sich mit Norbaden befassen oder eben vielleicht auch gerade die aktuellen Alani-Romane von Jeanette gelesen haben, die werden ein bisschen häufiger über Mokosha stolpern. Und das ist eben diese Gemeinschaft, ne? So dieser Bienenschwarm in Anführungszeichen, die sind da eben ganz stark. Und das bringt sie zum ersten Mal richtig nach Aventurien rein. Und das hält sich ja auch weiter in dem Sinne. Ihre Völker, die sie da sind nicht alles nur Abklatsch von Bienen, haben auch eine andere Bedeutung teilweise. Ich denke, da gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter darauf rein. Aber tatsächlich ist das so ein bisschen die Abgrenzung. Mokosha steht immer schon für ein, wir sind ein Teil eines Schwarms. Interessanterweise taucht dann auch ein weiterer Gott auf, der ähnlich denkt und der auch vielleicht heute ein bisschen Renaissance erlebt, nämlich Shinxir, der dieses Gemeinschaftsdenken ebenfalls kennt, aber in einer anderen Art. Also während bei Mokosha ja eher dieses, wir sind ein großer Teil der Gemeinschaft und halten zusammen, bei Shinxir mehr, wir sind eine Gemeinschaft und der Einzelne zählt einfach nicht, sondern es ist, der Einzelne muss ein Opfer auch darbringen. Also Mokosha ist vielleicht die warmherzige Variante von Shinxir oder so etwas, ja. Und das scheint tatsächlich so zu sein, auch wenn das natürlich jetzt erstmal nach der realweltlichen Vorstellung so ein bisschen den Öko-Kreislauf stört, dass Insektenartige vorher gar nicht so stark vorkamen auf Dere, weder im Kleinen als Tiere und kleine Wesen, noch als Intelligente. In Aventuren scheinbar kamen eben erst mit dem 7. Zeitalter eine große Zahl der Insekten und auch Kleinstlebewesen, die auch heute dann noch im 12. Zeitalter den Kontinent. Gut, dann gab es verschiedene Völker, die sich daraus entwickelt haben, die dann so mit zu den Beherrschenden wurden. Einmal die Lumnianer. Sind denn das für Viecher, Dinge,
Krabbeltiere? Ja, das sind, ich fange mal an, Raphael ergänzt. Das sind, also mein erster Gedanke war so Bienenmenschen, wie man sagt, es gibt Echsenmenschen, da gibt es auch Bienenmenschen, aber Menschliches haben sie eigentlich nicht viel an sich. Es scheint, also der Beschreibung nach, stelle ich mir das tatsächlich ein bisschen vor wie, ja, übergroße Bienen und auch dem ganzen, ja, der ganzen Organisation, dem Staatswesen nach. Ich musste so ein bisschen denken an die Borg bei Star Trek. Das Kollektiv ist alles, der Einzelne ist nichts. Es gibt mächtige Königinnen, die den ganzen Stamm steuern und eben auch, ja, da es eben nicht nur tierische Bienen sind, sondern intelligente Wesen auch eine große Verantwortung tragen für das Gemeinwohl des ganzen Volkes. Und es entwickelt sich eben auch, wie auch bei vorangegangenen Völkern, schon auch bei diesen Völkern, ein Bereich der Kunst und der Kultur. Es werden Städte errichtet, Zauberei wird entdeckt und weiterentwickelt, sodass ja, das Volk also auch sich mit dem Voranschreiten der Zeit im siebten Zeitalter immer weiterentwickelt. Ich stelle mir die so ein bisschen vor wie so Biene Maya, nur in größer. Das könnte was sein, wenn ich an die Biene Maya Zeichentrickserien zurückdenke. Ist für mich aber auch ein Punkt, ähnlich bei Biene Maya, bei den Lumnianern und allen anderen Rassen, ein bisschen unklar. Ehrlicherweise nämlich, klar, steht da in den, es heißt, sie haben durch ihren Speichel, haben sie den Wänden Festigkeit verliehen unter der Erde. Aber ich tue mich immer erheblich schwer damit, mir vorzustellen, wie Kreaturen ohne Hände Städte schaffen können. Ja, also natürlich irgendwie so ein Bienen-Honigwaben in dem Sinne. Ja, dann wahrscheinlich war dann eine Stadt in sowas. Und wenn man nachher von den Spinnenartigen spricht, sind wahrscheinlich die Ställe und Häuser eigentlich nur Kokons oder so etwas. Aber irgendwie, ja, das ist schon, ja, ist eine Sache, die ich mir schwierig vorstelle. Genau, wie sieht das denn eigentlich aus? Ne? Das ist das nur ein riesiger Komplex hier von sechseckigen Honigwaben oder so etwas. Die Stadt, die in der Tiefe ist, die sind dann ja halt, wie David schon sagt, das sind ja menschengroße Kreaturen gewesen und davon haben Tausende gelebt. Das muss ja ein gewaltiges Areal gewesen sein. Na gut, sie haben ganze Zeit der Zeit gehabt, um Städte zu bauen. Das kann natürlich auch der Fall sein, aber na, das ist vielleicht sogar Ingrid stolz gewesen auf die. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Hände und Daumen hatten. Ansonsten wäre es echt schwer. Bei diesen Lumnianern kann ich mir das noch vorstellen. Vielleicht, wenn wir später zu den Spinnenartigen kommen, wo es ja auch Illustrationen gibt, so viel Hände haben die nicht mehr. Also. Aber gut, das ist, die können zaubern, vielleicht war es auch Zauberei, wollen wir mal hier dahingestellt lassen. Aber es gab zumindest damals Städte von diesen Völkern auch, ja. Okay. Dann haben wir also die, um auf die Lumnianer nochmal zu kommen, die haben also im Gegensatz zu normalen Bienenvölker haben die Königin dort eine andere Aufgabe. Was machen denn die dort eher? Die koordinieren halt im Wesentlichen alles. Ne? Also die haben, die müssen irgendwie sicherstellen oder diesen riesigen Schwarm, nenne ich es mal, oder die Bevölkerung einteilen, vielleicht am einfachsten sogar gesagt. Ne? Also die sorgen nicht für Nachwuchs, sondern die müssen den Staat koordinieren. Ganz interessant übrigens fand ich auch, was mir auch so gar nicht so bewusst war, nämlich, dass die Lumnianer ja, zumindest Chalven, die sich da ja erinnert, für etwas bekannt waren, nämlich für ihren Gesang. Was man ja jetzt so bei Bienen denkt man vielleicht mal so an Summen, aber offenbar gab es dort auch Lumnianer Chöre, die wirklich in einer Art und Weise gesungen haben, dass sie Chalven noch in Wehmut versetzen, weil sie es jetzt nicht mehr hört seit langer Zeit. Mist, Spoiler-Alarm, aber ihr wisst es, Lumnianer haben wir heute nicht mehr. Ja? Die sind einfach nicht mehr auf Dere unterwegs. Ich denke auch, sie haben auch Zauberei und die Zauberei ist auch immer auf gemeinsames Ritualen, aufgebaut. Also immer nur, egal was sie machen, es muss immer zusammen gemacht werden. Es gibt also keine Individuen. Und deren Magie ist auch so eine, wie Lazar Calvin, eine konsequente Weiterentwicklung der Trollmagie. Und das ist ganz spannend, finde ich, weil diese Völker ja sonst wenig miteinander gemein haben. Die verehren ja vermutlich weder genau die gleichen Götter, noch sehen sie sich optisch irgendwie ähnlich, noch haben sie ähnlichen kulturellen oder gesellschaftlichen Schwerpunkt. Die Trolle sind ja Individuen, sind auch eher gemütlich in der Entscheidungsfindung. Aber da scheint es irgendeine Verbindung zu geben, dass eben diese schon bestehende trollische Magie auch von den Lumnianern dann ja entdeckt, erforscht und genutzt wird und weiterentwickelt. Okay, dann Raphael, ja. Es gibt ja noch
Bevor wir zu deinen liebsten Spinnenartigen kommen, es gibt ja noch die kleineren mit den vielen Armen und Beinen, so eine Ameisenform, Kratera oder Kratara. Was sind denn das für welche? Im Wesentlichen hast du schon gesagt, das ist eine Art Ameisenform, die sich auch an riesigen Felsformationen ihre Höhlen und Gänge gebaut haben, Schächte und Rohre, die an Belüftung erinnern. Da wird wahrscheinlich fast schon Zwerge, also wenn man die Lumnianer irgendwie mit den Trollen ein Stück in Verbindung bringt, dann müssen wir vielleicht hier, habe ich zumindest ein bisschen an die Zwerge gedacht. Ganz interessant, dass die sogar eine sehr komplexe Schrift entwickelt haben. Und aus einer zahlreichen, also nicht nur aus den üblichen 26 Schriftzeichen, sondern auf ganz vielen, allerdings wohl tatsächlich für den Unkundigen gar nicht erkennbar als eine Schrift, sondern irgendwie dem Motto, da sind ein paar Striche und Punkte und die ergeben ja keinen Sinn, aber es gibt wohl eine sehr komplexe Schrift. Jedoch auch hier mit der Einschränkung, da findet man heutzutage in Aventurien kaum noch Spuren, im Güldenland wohl eher. Mir sind Kratara ehrlicherweise auch in den DSA-Publikationen jetzt noch nicht untergekommen, außerhalb der Historia. Ich finde es ja interessant, die Calvin beschreibt ja, dass sie sie haben vier Hinterbeine und zwei Vorderbeine und sich hauptsächlich auf den Hinterbeinen bewegen und so teilweise aufrecht laufen. Genau. Die Vorderbeine können sie als Hände benutzen, das ist so explizit gesagt. Also da bin ich dabei, dass sie Rohre und Schächte bauen können, genau, ja. Ja, aber auch diese nehmen immer so eine, nehmen ihren Speichel und eine Mischung aus Sand und Speichel und dann konstruieren sie daraus Dinge. Ich finde es interessant, dass sowohl das, was die Lumnianer, als auch die Kratara gebaut haben, teilweise heute noch auf Dera existiert, aber es sieht einfach so, Calvin sagt, das sieht so natürlich aus. Also man erkennt es nicht als Bauwerk oder auch Kunst, was die Lumnianer da teilweise gemacht haben. Ja. Ein Stück weit vielleicht wirklich auch so diese Fremdartigkeit zeigt, also wie unterschiedlich eben das Verständnis ist von Kunst, was ein Lumnianer vielleicht hatte im 7. Zeitalter und was vielleicht im 12. Zeitalter ein Elf oder Zwerg oder Mensch unter Kunst versteht. Ich denke, es ist auch sehr schwer, sich da reinzudenken. Das ist, da gab es ja auch von der, also wenn so, wie sich die Menschen so Leute Aliens vorstellen, ist ja doch eher ähnlich wie unseres oder halt, keine Ahnung, ja irgendwie ähnlich oder grün oder wie auch immer. Aber was einige Forscher sagen, naja, das sind wahrscheinlich dann eher, ähneln dann eher an Tiere, Ameisen oder sonst irgendwas. Also irgendetwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und ich glaube, das ist hier ja dann doch eher ähnlich, dass man sich das im ersten Moment nicht vorstellen kann, wie die das machen können. Und dann haben wir ja noch die Smaranta. Also diese intelligente Spinne von Hunde bis Pferdegröße, wobei jetzt hier die Weibchen oft doppelt so groß sind. Daraus würde ich lesen, dass Männchen Hunde groß und Weibchen Pferde groß sind, wäre meine Interpretation, genau, ja. Naja, also ein doppelt, also je nach Hund, ne? Also. Ja, ich habe jetzt mehr die Dogge vor Augen als den Dackel, ehrlicherweise, genau. No. Also, was machen die so? Also, wie haben die ihr Volk, ihr Reich aufgebaut, ausgebaut? Ja, spannenderweise, die meisten Spinnenwesen gehören ja zu den von Satuaria geschaffenen Wesen und sind eben per se eher Einzelgänger als Teamplayer oder Schwarmwesen. Und auch die Smaranta scheinen ihre Entwicklung als Einzelgängerwesen begonnen zu haben, gelangen dann aber an den Punkt, wo eine Veränderung stattfindet in ihrer Entwicklung und wo sie sich eben doch zu Gesellschaften zusammenschließen und auch dann ganze Städte errichten. Raphael hat das ja vorhin schon so ein bisschen spekuliert, wie das wohl aussehen könnte, wenn Spinnen oder wenn intelligente Spinnen eine Stadt bauen. Und dadurch gewinnen die Smaranta eben insgesamt als Volk auch an Macht, dadurch, dass sie sich zusammenschließen und gemeinsam arbeiten, nicht mehr länger als Einsiedler. Ja, tatsächlich bauen sie auch, nämlich Ställe und andere oder Pferche, wie auch immer, in denen sie Wild halten, um ihre Nahrungsproblematik, denn es sind ja, die vermehren sich in eine große Population, und während ich sag mal, eine einzelne Spinne normalerweise sicherlich schon immer was findet, werden die tatsächlich kriegen die Nahrungsschwierigkeiten, fangen also an, Wild, Rinder, Schweine zu halten oder sogar auch, ich glaube,
Angehörige kulturschaffender Völker, heißt es. Also, ja, also, ne, das ist. Aber das sind doch wieder andere. Also, das sind ja diese Gigantuale. Worauf, also, ich würde sagen, das sind jetzt nicht die Smaranta. Oder ist es sozusagen. Eine, daraus entwickelt sozusagen eine Abspaltung innerhalb der Smaranta. Das würde ich anders sehen. Also mein David, aber ich... Alvin ist da so ein bisschen sprunghaft. Mhm. Oder die Autoren der Historia sind es. Weil es ist zuerst von den Smaranta die Rede, dann werden die Gigantulae eingeführt und dann aber direkt auch schon wieder deren Vertreibung durch die Smaranta beschrieben. Und ich hatte das tatsächlich auch so verstanden, dass es dann die Smaranta, nachdem sie sich quasi durchgesetzt haben gegen diese Riesenspinnen, Megaspinnen, dass sie dann auch den Schritt gehen, quasi von Spinnenstadt hin zu Spinnenreich oder zu mehreren Spinnenreichen sogar und dann auch expandieren und anfangen, die benachbarten Völker zu vertreiben oder zu unterdrücken, nachdem das mit den Riesenspinnen vertreiben schon so gut geklappt hat. Mhm. Ah, so meinten die das praktisch. Die Smaranta haben die Großen vertrieben und haben dann gesagt, wir nehmen uns jetzt auch den Rest. Genau, ich hatte es so gelesen, eben die Gigantulae haben ja nicht diesen Schritt nicht mitgegangen, den die Smaranta machen und bilden so große Kolonien. Also die einzelne Gigantulae ist natürlich zu jedem Zeitpunkt einer oder wahrscheinlich zwei oder drei Smarantern auch überlegen. Aber da die Smaranta ihre sich als Volk mit den mächtigen Zauberweberinnen in der Mitte zusammenstellen, können sie gemeinschaftlich eben diese Gigantulae vertreiben bis in die äußersten Winkel und bauen dann ihre Zivilisation auf und ihre Smaranta-Siedlungen, von denen ja explizit dann auch die Rede ist. Weiteren. Und ja, genau. Die haben gemerkt, Mensch, das klappt ja. Wir können sogar Riesenspinnen vertreiben. Wir brauchen ja auch ein bisschen expandieren. Machen wir doch mal nicht Halt, sondern schauen auch bei den Luminarern, Kratarern vorbei und sogar nicht nur Ogre und Trolle, auch Drachen werden von den Smarantern heimgesucht. Und auch nicht ganz erfolglos, würde ich mal herauslesen aus dem Text, ja. Ja, und was macht man, wenn wir eine Rasse haben, die mehr oder weniger alle anderen unterjochen will? Man bildet einen Arbeitskreis und es kommt eine Allianz der vier Völker zustande. Mhm. Wer sind denn die vier Völker? Ja, ich habe sie im Wesentlichen gerade schon vorweggenommen. Nur die Trolle scheiden quasi aus den gerade genannten. Das sind die Lumniara, Kratara, Drachen und Ogre. Eine interessante Kombination, die sich zusammentun, um gemeinschaftlich gegen die Smaranta vorzugehen, die ihrerseits nicht faul eigene Kriegsspinnen züchten, um sich wesentlich zur Wehr setzen zu können. Und das heißt, bei diesen Kriegsspinnen wären sie Kreaturen von Größe kleiner Drachen. Also sind wir schon deutlich über Pferd wieder angekommen, ja. Ja, ich finde diese Kombination bei der Allianz auch sehr spannend, weil wir festgestellt haben, die Lumnianer und auch die Kratara sind ja offenbar hochentwickelt, haben eine eigene Musik, haben Zauberei weit entwickelt, haben ein hochkomplexes Gesellschaftswesen und Drachen sind ja ohnehin ziemlich weit oben an der Spitze der Nahrungskette und auch was das magische Können angeht, herausragend begabt. Und dann die Ogre, die man ja sonst eher so als tumbe Riesenmenschen mit Keule wahrnimmt, ne? Die dann aber scheinbar doch also ein Stück weit als mehr oder weniger gleichberechtigte vierte Partei in dieser Allianz mit dabei sind. Mhm. Sicher ob ihrer Stärke auch wertvolle Verbündete und die dann ja, also auch ich weiß nicht, ob auf Augenhöhe, aber auf jeden Fall eben von Calvin auch mitgenannt werden in dieser Aufzählung als gleichberechtigte vierte Partei, die auch an diesem Kampf teilnimmt und nicht eben nur ein Dienervolk vielleicht ist von einer der anderen Insektenrassen oder Dienervolk der Drachen. Mhm. Ja, und Smaranta werden aber letzten Endes tatsächlich, wie man es erwarten sollte, trotz ihrer Kriegsspinnen können sie sich nicht lange halten gegen diese Allianz der vier Völker, aber sie nehmen einiges mit in den Tod, ne? Genau das, was wir schon geahnt haben, die Lumnianer gehen dem Ende entgegen und das heißt so schön, wenn es ein bisschen Vorweggriff ist, mit dem Tode der letzten Lumnianer endet auch dieses Zeitalter, die Kratara, von denen hören wir danach auch nicht mehr viel, Drachen und Ogre hat es da besser getroffen, aber die Smaranta sorgen noch für Unruhe, bevor sie in den Tod gehen und tatsächlich gibt es auch einen ersten spannenden Verweis, den ich finde, in die Jetztzeit wieder reinragt und einen tollen Abenteuerschauplatz einiger Bände erstmalig thematisiert. Als ich darüber gestolpert bin, habe ich auch gedacht, ja, das ist mal eine nette Idee, die hier ist. Ne? Ja. Mhm. Da würde ich jetzt mal nicht vorweg, ich hätte jetzt an David übergeben, dass ich nicht mehr alles ausplaudere. Und vielleicht du was über, zumal ich ja auch hier, muss
sind mal, ich glaube, Maraskan-Fan bin, aber es gibt einen tollen Ort in Maraskan, den ich sehr gerne mag. Ja, genau. Maraskan, wir haben ja schon gehört, die Smaranta haben verschiedene Reiche gebildet, die auch, ja, also alle zu diesem Großvolk gehörten, aber wahrscheinlich durchaus auch unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Und Calvin erzählt, dass die Smaranta, das Reich, das auf dieser Insel, oder damals war es wohl noch eine Halbinsel, die am Kontinent direkt dranhing, dass das Volk, das dort lebte, besonders aggressiv vorgegangen ist und dann eben im Angesicht wahrscheinlich auch der drohenden Unterlegenheit gegen diese neue Allianz, die sich gebildet hatte, nach Möglichkeiten gesucht hat, doch noch das Blatt zu wenden und sich einen Vorteil zu verschaffen und dann so weit gegangen ist, dass sie, Calvin spricht von Wesen der siebten Sphäre, also von Dämonen, wahrscheinlich Erzdämonen, Hilfe erbeten haben und die dann auch erhalten haben, dahingehend, dass ja ihre Zauberei es ihnen ermöglicht hat, Dämonen herbeizurufen aus der siebten Sphäre. Und dann haben sie eben auch einen besonderen Platz geschaffen in ihrem Reich, der wahrscheinlich ein zentraler Beschwörungsort war und der später zum, das ist wahrscheinlich das, worauf du angespielt hast, Trafalne, zum Friedhof der Seeschlangen geworden ist. Oder heute ja. Im neuen Aventur, im modernen Aventur, als Friedhof der Seeschlangen bekannt. Genau, sie schaffen gewissermaßen eine der ersten, vielleicht sogar die erste, hat mir schon mal einen, ich glaube nicht, Pforte des Grauens, auch wenn die dann temporär hinterher geschlossen werden kann. Und dies ist wohl der Ort, den wir heute noch kennen, wo man heute noch eine Pforte des Grauens erleben kann, nämlich der später als Friedhof der Seeschlangen bekannt ist, ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie es zum Friedhof der Seeschlangen wird oder warum da die Seeschlangen alle ihre Toten ablegen. Mehr dazu in einer späteren Folge. Tatsächlich spannend ist in dem Zusammenhang ja, dass die erzdämonische Wesenheit, die Maranta um Hilfe bitten, nicht die Erzdämonin des Wassers ist, die Gegenspielerin Effarts, der wird an der Stelle noch begegnen werden, sondern Asphalot, also die Herrin des wimmelnden Chaos, die ja als Gegenspielerin dann auch in der zwölfgöttlichen Vorstellung die Gegenspielerin Zars ist, der Göttin des Lebens. Und da finden wir als Tatuaria ja auch als oberste Richterin. Das heißt, im Grunde hat sich da ja auch ein Volk, was geschaffen wurde von den Göttern, genau deren Gegenspielern zugewandt, wie wir es auch vorher teilweise schon überlebt haben bei den Völkern im 5. und 6. Zeitalter, die dann auch den Verlockungen erlegen sind und letztlich sich genau der Gegenseite zugewandt haben. Ja, und hier, da kommt es, wie es kommen muss. Ihr Eingreifen, diese dämonischen oder insbesondere chimärologischen Herbeirufungen bleiben nicht unerkannt und die Kraft der Allianz der vier Völker trifft dieses Maranta-Volk mit aller Härte und das heißt, dass ja gewissermaßen die Städte von ihnen oder die Stadt vollständig ausgerottet wird von den vier Völkern, womit auch und dann einige Priester der Kratare auch diese Pforte des Grauens schließen können. Es überleben nur wenige dieser Smaranta, die sich gerade auf Patrouillen oder wo auch immer befinden. Und auch hier der nächste Blick in die heutige Zeit. Aus denen entstehen dann die Maraskan-Taranteln, die uns ja heute noch als so manchem Helden als durchaus gefährlicher Gegner über den Weg laufen. Ja. Hat da nicht David das mitgeschrieben oder habt ihr beide mitgeschrieben? Weiß ich gerade nicht. Bei der Regionalspielhilfe? Nee, also ich würde damit von vielen Autoren, Kolleginnen und Kollegen Schläge bekommen, wenn ich mich in Maraskan einmischen würde. David, was hattest du gerade gesagt? Die kommt auch tatsächlich noch. Also für DSA 5 gibt es momentan noch keine Regionalbeschreibung für die ganz besondere Insel. Aber es gibt quasi aus... Ja, aber es gab so eine Dschungel, die Dschungeldingsspiele für mich. Genau, das sind die dampfenden Dschungel, also weiter südlich, quasi ganz das untere Ende des Kontinents, wo es auch Spinnen gibt und die auch Waldmenschenvölker, die Spinnen noch als Götter oder götterähnliche Wesen verehren. Aber ich glaube tatsächlich, die Maraskan-Tarantel, die gibt es nur namensgebend nur auf Maraskan. Das wären für mich eher letzte Nachfragen dieser Gigantulae wahrscheinlich, die dort vereinzelt sind, ja. Meinst du die im Süden oder die auf Maraskan? Nee, die im Süden. Jetzt die in den Dschungeln, ja. Also allein das Cover dieser Spielhilfe, was ich sehr gelungen finde, zeigt ja wirklich eine extreme Riesenspinne. Mhm. Das ist für mich eher so Kategorie Gigantulae. Ja. Nicht ganz. Ja. Acht Schritte reicht sie nicht ganz, aber Nachfrage wahrscheinlich von daher. Voll ausgewachsen.
oder so. Okay, wir haben den Krieg, der die größten Völker ja beschäftigt und die fast alle davon auch zum am Rande der Auslöschung bringt oder auch darüber hinweg. Aber es gibt noch ein fast vergessenes Volk, was ja auch einen Anteil an diesem Zeitalter hat, die Bashuriden. Ja, und da sind wir ja jetzt quasi nur wenig spät dran mit unserem Podcast hier, denn die Bashuriden sind auch momentan wieder ein bisschen in den Fokus geraten in den aktuellen Publikationen, denn die Bashuriden lebten auf einer riesigen Insel, die dem libyschen Feld vorgelagert ist, in der Gegend, wo heute nicht mehr eine riesige Insel, sondern viele kleine Inseln sind, nämlich die Zyklopeninseln. Weil sich die aktuelle Regionalspielhilfe zu Gemüte führt, der, weiß gerade gar nicht genau auswendig, wie sie heißt, Neta und Zyklopeninseln, fällt mir bestimmt gleich wieder ein, der wird auch auf einige Bashuriden Spuren treffen, die also aus genau jenem Zeitalter stammen. Die Sonnenküste, oder? Die Sonnenküste, das ist es natürlich. Genau, ja. Bashuriden sind ein sehr mächtiges Volk, ein Volk, das Mada anbetet. Und die eben das, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses Eamyr haben, also dieses dritte Auge auf dem Kopf, was im Güldenland heute noch verbreitet ist und es nur in Aventurien einzelne wenige gibt, die eine ähnliche Veranlagung haben. Und sie sind relativ kultiviert, sag ich mal, weswegen natürlich einige andere Völker auch gerne zu denen übersetzen und vor diesen Smaranta und anderen Schlachten auf dem Hauptkontinent sicherlich da ein bisschen ihre Sicherheit suchen. Ne? Und sind auch Überlebenskünstler, die entstammen ja dem dritten Zeitalter von Mada erschaffen und haben es ja jetzt tatsächlich zumindest mal bis ins siebte Zeitalter geschafft. Das gelingt ja gar nicht so vielen Völkern überhaupt, immer wieder dieses Kamakorteon überstehen und all diese Umwälzungen und Schlachten und auch Verwüstungen, die stattfinden. Insofern denkt man schon, ja, die sind schon, haben sich jetzt schon über vier Zeitalter gerettet, aber im siebten Zeitalter wird es dann auch für die Bashuriden irgendwann eng. Oh, okay. Sind die auch im Krieg mit den Spinnenwesen dann doch verwickelt worden, oder? Weniger das, sondern hier kommt quasi zum ersten Mal, ich meine, gerade diejenigen von euch, die jetzt schon mehrere Folgen hintereinander gehört haben, werden sich wundern, wo bleiben denn eigentlich die Götter? Ne? Die haben wir, glaube ich, die letzten Folgen haben wir immer relativ viel erzählt, wo dann die Götter eingreifen oder Praios oder Gorfang oder wer auch immer. Die haben sich bisher zurückgehalten in diesem Zeitalter, außer dass sie am Anfang viel erschaffen haben. Aber die Bashuriden sind ein sehr mächtiges magisches Volk und auch ein sehr neugieriges Volk. Und als sie irgendwann im Rahmen ihrer Zauberei-Stärkung, nenne ich es mal, feststellen, dass Zeitreisen ein total spannendes Thema ist, da werden die Götter doch langsam nervös und denken, Gesetze von K, das ist nicht in Ordnung. Und ja, so ist es so, dass ich glaube sogar Satinaf genau im Auftrag der Götter ihnen eine Falle stellt und gewissermaßen sagt, hey, hier ist geheimes Wissen, aber Achtung, Achtung, ihr werdet nicht in der Lage sein, das zu beherrschen und die Folgen sind fürchterlich, wenn ihr es erst versucht. Ja, und passiert wahrscheinlich das, was alle Götter vorhergesehen haben. Die Bashuriden haben gesagt, wir probieren es trotzdem. Und ja, in einem gewaltigen Zeitmanipulation ist da ein riesiges Erdbeben entstanden und so entstehen auch jetzt im siebten Zeitalter, wir haben gerade von David gehört, auf der Ostseite ist Maraskan noch nicht vorhanden, ist noch eine Halbinsel. Auf der Westseite ist bisher eine riesige Insel, aber am Ende des Zeitalters durch dieses gewaltige Erdbeben versinkt die Insel auf dem Meeresgrund und nur die höchsten Berge bleiben noch bestehen und das sind die heutigen Zyklopeninseln. Was im Umkehrschluss heißt, wer tauchen geht vor den Zyklopeninseln und tief nach unten kommt, wird das alte Bashuridenreich auf dem Meeresgrund wiederfinden. Und viele Bashuriden kostet eben diese Verwüstung durch das große Erdbeben und ja, was dann sonst noch kommt, das Leben, aber es gibt einige, die auch überleben. Einmal in Aventurien, dann auch mehr noch in Myranor. Aber die sind eben nicht mehr in der Lage, nochmal eine Hochkultur zu bilden. Das sind dann eher einzelne überlebende letzte Außenposten. Und dann kommt es eben auch zur Vermischung mit Menschen, mit den ersten Menschen, die es ja auch schon gibt. Sodass es, ja, also ähnlich wie die Halbelfen gibt es dann die Halbbashuriden. Und im Laufe der Zeit verwässert aber dieses Bashuridenblut immer mehr, weil eben ja immer weniger echte Alte üblich sind und es aber eben doch eine ganze Gruppe von Menschen gibt, die quasi ein Stück weit Nachfahren dieses Volkes sind. Bis ins zwölfte Zeitalter hin. Ja, und sie sind ja auch auf Myranor. Myranor oder Myranor? Güldenland.
im Güldenland, genau, sind sie ja auch, haben sich niedergelassen und dort haben ja die Häuser der Adligen berufen sich ja immer noch auf Abkömmlinge oder Nachfahren der Bascheriden zu sein. Ja. Ich finde schön, dass hier so ein kleiner Nebensatz ist, nur ein Satz, da heißt es, und manchmal schwemmt das Meer eigenartige Dinge an die Inselküsten, deren Sinn heute niemand mehr versteht. Ja. Finde ich eine schöne Info, dass es eigentlich immer noch Sachen da rankommen und also, keiner denkt, überlegt, was das ist. Wie gesagt, alle jetzt nicht, ich bin jetzt hier nicht glauben, dass David und ich hier groß bezahlt würden an der Stelle dafür, aber ich will trotzdem ein bisschen Werbung machen, weil er auch selber kaum beteiligt ist in die aktuelle Spiele für die Sonnenküste. Liefert da auch einiges an Hintergrund, einiges an Material und wen das interessiert, wird er, glaube ich, ganz gut fündig. Ich bin gerade selber mit einer längeren Abenteuerrunde da unterwegs und wer Bock auf sowas hat, das ist tatsächlich auch was man in den heimischen Spieltisch überführen kann. Ja. Einfacher als Lumianer Kreaturen, die sind da noch ansonsten noch ein bisschen weit weg in der heutigen Zeit, aber Bascheriden-Überbleibsel, die findet man tatsächlich gar. Das sind Abenteueraufhänger gut. Hm. Ja, dann bin ich ja mal gespannt auf die Sonnenküste. Blöde Frage, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. War das ein Crowdfunding oder kommt es normal raus? Das war ein Crowdfunding und ist aber auch erschienen schon Anfang des Jahres, letzten Jahres, glaube ich sogar. Ja, ist also auch regulär zu haben mittlerweile. Okay, Asche auf mein Haupt. Es steht bei mir schon drin, aber ich habe es nicht so doll gelesen, wie ich wollte. Na gut. Ja gut, aber wir kommen ja nochmal in, wenn wir die Zeitalter irgendwo mal durch haben, dann haben wir ja gesagt, wir machen nochmal so auf die einzelnen Reiche, B-Reiche Aventuriens. Da kommen wir dann, da können wir es dann nochmal vorlesen, einmal das Buch. Und das ist bestimmt auch nochmal spannend zu schauen, weil das ja wirklich auch der Reichtum ein Stück weit ist von der Historia, dass eben es nicht nur ein Bericht ist, so ist es mal gewesen, aber es ist alles weg, sondern dass man eben in verschiedenen Regionen immer noch aus verschiedenen Zeitaltern und früheren Ereignissen diese Überbleibsel findet, die so ein Stück weit auch die aventurische Geschichte begreifbar und erlebbar und erforschbar machen, wenn auch natürlich immer nur Relikte. Aber ähnlich wie eben diese gewaltigen Kunstbauwerke der Bienenvölker und die Artefakte der Maschinen gibt es ja vieles, aber ich glaube, wenn wir uns die Region nochmal anschauen, werden wir an vielen Stellen noch was entdecken, wo wir dann wieder die Parallelen ziehen können zu den Zeitaltern, den früheren Völkern. Gut, dann, was ich noch interessant finde, ist ja, dass noch einige Sachen, auch wenn ja die Halbinsel untergegangen ist, dass Sachen immer noch zu sehen sind. Der Leuchtturm Endlosblick oder die eigenartige Festung Akiras sind also Schöpfungen der Bascheriden, die dort immer noch zu sehen sind. Ja, also wie gesagt, die Spuren der Bascheriden sind überall zu finden. Viele Leuten ist das einfach nicht bewusst, sicherlich im heutigen Aventurien an der Stelle, dass es genau das ist. Okay, dann ist das Zeitalter auch schon vorbei und wir kommen zum Karma Corteon. Nun ist die Frage, was passiert? Kommt Praius zurück? Ich hoffe, ihr habt euch alle viel Zeit mitgebracht, dass wir jetzt dieses Karma Corteon nämlich in Ruhe durchgehen können. Und tatsächlich, keiner weiß es. Ralvin sagt aus ihrer Erinnerung aus, ja, irgendwas war da, aber ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer da wo ist und habe auch mit anderen gesprochen, also zu ihrer Zeit gewissermaßen, und niemand erinnert sich mehr recht, was ist in diesem Karma-Quartier passiert. Also deswegen, du kannst glauben, Praios, ich kann nur den Namenlosen stimmen und David vielleicht nochmal für Zatuaria, aber alle drei haben recht oder keiner. Okay, dann bin ich gespannt, was unsere nächste Folge, das 8. Zeitalter, bringen wird, aber bevor wir uns verabschieden, noch die Frage, die Mythen der 12 Götterglunnen. Was erzählt denn die Kirche über das 7. Zeitalter? Sicher ein Unterschied ist zu früheren Zeitaltern, dass eben, hatten wir schon festgestellt, die Götter nicht so stark selbst eingegriffen haben diesmal. Und die 12 göttliche Überlieferung der Kirchen orientiert sich ja sehr stark auch an den Taten der Götter und ihrer Sendboten, ihrer Alvaraniare. Und dadurch, dass eben nicht so viel überliefertes oder sichtbares Götterwirken im 7. Zeitalter stattfindet, sind auch die 12 göttlichen Überlieferungen, ich würde sagen, in allen 12 göttlichen Kirchen, was das Thema angeht, sehr dünn. Und es ist zwar
also nach dem menschlichen Weltbild, dem hessianischen Forschungsstand, gibt es dieses Zeitalter, aber es ist wenig darüber festgehalten. Es ist eben die Zeit der Vielbeinigen, der Insekten. Und es gibt auch die Forschungsmeinung, dass es dass es eben ja ein weniger bedeutendes Zeitalter war, weil dort einfach die Götter haben nichts groß getan, dann kann auch nicht viel Wichtiges da gewesen sein. Und auch die Zatuaria wird uns ja noch häufiger begegnen, aber auch Mokosha, die ja quasi hier neu in Erscheinung tritt, hat ja im zwölfgöttlichen Pantheon keinen so zentralen Platz, sondern wird vor allem vom Volk der Nomaden verehrt. Dadurch ist da wenig, also du kannst gerne ergänzen, aber ich würde sagen, da ist wenig, was in der zwölfgöttlichen Überlieferung wirklich in herausragendem berichtet wird über die Zeit. Es gibt ein paar Hinweise lediglich auf diese Baschuriden eben an der Stelle, die dann aber in der Zwölfgöttergläubigen oder aktuellen von Forschern eher als die Alten bezeichnet werden. Und teilweise verortet man die Ankunft dieses Eärmyr, dieses dritten Auges, in dieses Zeitalter. Aber das ist dann im Wesentlichen auch schon alles. Da lebten halt die Alten, das waren mächtige Zauberer. So ist das die Essenz, die man heute vielleicht über das Zeitalter noch weiß, ja. Okay, dann haben wir das siebte Zeitalter besprochen. Ich finde es aber auch interessant, dass eigentlich hier relativ viel passiert ist, aber das Ganze fast ohne Mitwirken der Götter. Das Einzige, wo sie sich eingemischt haben, ist, als die Baschuriden, danke, Kars Gesetze brechen wollten und mit der Zeit die Zeit manipulieren wollten. Das war das Einzige, wo sie sich eingemischt haben. Ansonsten haben sie die Vielbeinigen da alles machen lassen, was ich sehr interessant finde. Und die Geschichte an sich ist dadurch auch irgendwie, hat Kasi etwas kurz gefasst, muss ich sagen. Gefühlt waren die anderen irgendwie die Götter hier, die Götter da, viele Namen machen irgendetwas, war irgendwie umfassender. Und dieses Mal ist es so, Der Götterpool reduziert sich vielleicht auch ein Stück und man muss ja irgendwo auch langsam mal in Richtung unseres Zwölfer-Pantheons konvergieren. Also, dass die Götter sich ein bisschen herausnehmen, ist, glaube ich, wird auch in den nächsten Zeitaltern so sein. Wobei, ohne große Überraschung, natürlich immer einzelne Götter sicherlich tolle Pläne haben in den nächsten Zeitaltern, die uns beschäftigen werden, ja. Ja gut, jetzt hier einen kurzen Sneak Peek auf das achte Zeitalter. Also, was da passiert, da werdet ihr staunen. Okay. Offene Mund. Genau. Dann, ich danke euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Dann danke ich euch da draußen oder wir danken euch da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Nun sind die Runen geschmiedet.